Der Schwäbische Kunstsommer ist für mich Inspiration und miteinander und füreinander. Und das bereichert enorm. Der Schwäbische Kunstsommer ist für mich eine sehr angenehm überraschende Begegnung. Sehr spannend. Der Schwäbische Kunstsommer ist für mich Erholung. Der Schwäbische Kunstsommer ist für mich ein Traum. Punkt. Der Schwäbische Kunstsommer ist für mich eine Stätte der Begegnung und der kreativen Schöpfung, wo ich mich mit Künstlern austausche und in mein eigenes Schaffen eintauche. Ich heiße Sonja Schlappinger, als Künstlerin auch Sonja Christine Schlappinger. Ich bin dieses Jahr bei der Barbara Jelin mit Graphic Novel und Comic zeichnen. Also ich zeichne nicht hauptberuflich, aber mehr als Hobby. Also es ist so semi-professionell, würde ich jetzt mal sagen. Und in meinem Job, da habe ich nicht immer so viel Zeit konzentriert zum Zeichnen. Und das ist, was ich hier so genieße, diese Auszeit, um eine Woche pur Kunst leben zu können. Mein Name ist Ikena Vogu. Ich bin 23 Jahre alt, komme aus Zürich und bin professioneller Tänzer. Ich bin hier für die Meisterklasse zeitgenössischer Tanz bei Jochen Heckmann und Adriana Mortelliti. Nächst dem, dass ich diese Zeit genießen möchte, geht es mir eigentlich auch darum, einfach wirklich gut zu trainieren und mich inspirieren zu lassen von der Klasse, von meinen Mitschülern, von den anderen Teilnehmern und einfach ja, im Jetzt zu sein und mich vorzubereiten auch für die nächste Saison. Ich heiße Karin Nowak. Ich komme aus Ravensburg und ich besuche die Meisterklasse Prosa. Ich habe einen alten Jugendroman, den ich aufarbeiten möchte, der in der auktorialen Erzählweise erzählt wird und den ich jetzt als Briefroman schreiben möchte. Und da habe ich schon 80 Seiten von geschrieben. Der Roman ist eigentlich fertig. Und ich möchte dann gerne eine Schlüsselszene, nämlich eine Streitszene zwischen Vater und Tochter, die möchte ich gerne hier schreiben. Ich heiße Jan Philipp Silvester Schumacher, bin 25 Jahre jung und besuche den Malereikurs beim Herrn Jakob Blumers. Eines Tages hatte ich einen Flyer von Kloster Irsee in der Hand und das fand ich interessant und deshalb habe ich mich dann beworben für die Malereiklasse. Bei mir war es so, dass ich nur hier sein kann, weil ich ein Stipendium bekommen habe. Hätte ich keins bekommen, wäre es bei mir finanziell nicht möglich gewesen, weil ich eben studiere und da muss man halt wirklich jeden Cent 10-mal umdrehen. Und um dann ein Stipendium zu erhalten, bewirbt man sich dann eben. Und ich hatte ein bisschen überlegt, welche Bilder ich quasi einsenden soll und welche Gemälde. Naja, am Ende war es dann weniger ist mehr. Ich habe nur mein letztes Gemälde eben eingereicht als digitales Foto und einen kurzen Lebenslauf dazu geschrieben und habe gehofft, dass das reicht. Und es hat gereicht. Mein Name ist Jakob Blumers. Ich leite eine Meisterklasse mit dem Titel Was Farbe alles kann. Das ist ungefähr ja, auch das Erste, was ich sage, dass eigentlich, wenn die gelobt werden, das ist ganz nett und man soll es von jedem annehmen. Aber wenn man kritisiert wird, ist es ganz wichtig, dass sie wissen, wer ist die Person, die kritisiert ist. Und deshalb ist es ganz wichtig für mich selber, deutlich zu machen, wer ich bin. Ich finde deshalb sehr, sehr sinnvoll, dass hier Ausstellungen der Meister gezeigt werden, dass die Teilnehmer tatsächlich einfach diese Verbindung zwischen der Arbeit, der Person und dem Lehrenden praktisch so herstellen können. Und das ist wahrscheinlich der erste wichtige Schritt. Und dann im Grunde genommen, jeder konzipiert sein Kunst wahrscheinlich, sehr unterschiedlich. Für mich ist es ganz wichtig, eine Definition der Ausgangssituation, so dass ich eigentlich weiß, wo wir beginnen, aber nicht weiß, wo wir enden. Es ist einfach
ganz wichtig, jetzt kam ich gerade von der Abschlussausstellung, die ich angeguckt habe, und es hat mich sehr gefreut, dass die alle Teilnehmer nicht näher aneinander gerückt haben, sondern eher weiter auseinander entfernt haben. Das finde ich sehr gut. Der Morgenimpuls findet immer um 7.45 Uhr statt, und zwar meistens eigentlich in der Kirche. Und der Impuls, das heißt eine Art von Vortrag, wird dann von den Schülern quasi dieser Klassen gestaltet. Das kann eine Musik sein, das kann eine Meditation sein, es können Gedichte sein. Und so wird man eingestimmt in den Tag. Es werden die Sinne angesprochen, nicht alle vielleicht, aber vielleicht doch viele oder einige. Und trotzdem ist auch immer noch Zeit, seinen eigenen Gedanken nachzuhängen. Und man geht auch still wieder hinaus und dann gibt's Frühstück. Wir arbeiten zwischen 9 und 12, dann gibt es 3 Stunden Pause und dann wieder 3 Stunden Arbeit zwischen 3 und 6. Und eigentlich diese Zeit ist, die beschreibt im Grunde genommen gar nicht. Weil es sind zwar so vorgefertigte Module, aber so wird es gar nicht gearbeitet. Also, weil die Leute bleiben einfach in den Werkstätten, und wenn man hier um 10 Uhr durch die Gänge schleicht, sieht man immer noch Leute, die was machen. Es ist nur diese Zeiten, die aufgelistet werden, bietet eine Art Gerüst, an dem man sich festhalten kann. Aber in Wirklichkeit gibt es ja sehr, sehr viel mehr Freiheiten, die auch genutzt werden. Die Mittagsgespräche sind kurze Interviews mit den Meistern, wo sie circa 5 bis 10, maximal 15 Minuten über ihr Schaffen sprechen, über die Klasse oder sich ein spezielles Thema aufgreifen, über das sie gerne sprechen möchten. Und die Abendwerkstatt, da präsentieren die Meister etwas mit ihren Schülern, etwas, das sie über die Woche oder einfach über die Zeit, in der sie schon hier waren, gewisse Abendwerkstätten sind schon am ersten Abend, andere am Freitag, sie zeigen einfach was. Mich hat inspiriert dieses Gebäude und das Kloster und die Geschichte drumherum. Zum einen das Katholische, was ich ja selber sehr gut kenne aus dem Landkreis Altötting auch. Und gleichzeitig dieses Leid, also dieses Leid von diesem Jesus, aber auch dieses Leid der Euthanasie-Geschichte hier. Und das hat mich mitgenommen, sowohl gefühlsmäßig, aber auch auf eine Reise. Und diese Entdeckung, das hat mich in meine Geschichte reinbringen lassen und entstehen lassen, was dann auch entstanden ist letztendlich. Ich habe sowieso das Gefühl, dass diese Wände mit einer Energie geladen sind und mit einer
mit einem Kunstdurst oder Wissensdurst. Also das ist unglaublich, wenn man bedenkt, 33 Sommer wurde hier Kunst geschaffen und gemacht und Menschen haben hier gelebt und kreiert und das geht auch in die Wände dieses Gebäudes rein. Und das spürt man, wenn man tanzt, dass man an einem sehr speziellen, einzigartigen Ort ist und sich da befindet. Was ich total schön finde, ist, dass so viele verschiedene andere Künstler noch vor Ort sind. Also zig verschiedene Disziplinen von Tanz, Lyrik, Musik und was weiß ich. Und ich war auch nicht nur fürs Zeichnen hier, ich war auch für Prosa, war ich auch schon mal da vor ein paar Jahren, also nur mit Schreiben auch. Ja, und das ist so ein Crossover quasi. Es geht schon damit los, dass man in dem Flur eigentlich schwer getragen mit seinem Thema geht, jetzt jedenfalls von der Literatur. Man geht nur in dem Flur und da tänzelt eine Tänzerin rum und da duftet es nach Farbe und irgendwer singt und alleine das ist schon etwas. Das nächste ist, dass man sich natürlich dafür interessiert, was machen die anderen, zumal man sich ja bei den Essen immer gemeinsam kennenlernt, auch bei den Abend- und den Mittagsveranstaltungen. Und dann guckt man, was macht denn der, was macht denn der. Ich habe diese Woche vor allem gelernt, dass ich nicht nur einen Comic-Stil habe. Ich habe bewusst Dinge ausprobiert, von denen ich vorher nicht wusste, ob sie funktionieren als Comic und bin über das Ergebnis mehr als positiv überrascht und freue mich, dass ich jetzt was Neues in meiner Buchgestaltung gefunden habe. Natürlich auch die ganzen Gespräche am Mittagstisch, am Frühstückstisch oder auf den Gängen. Also ich würde jetzt pauschal eigentlich jeden mit einbeziehen, mit dem ich so im Gespräch war, weil über Kunst zu sprechen und über Fotografien zu sprechen oder über Tanz zu sprechen, das ist immer inspirierend und hat mir sehr viel gegeben, ja. Ich habe gelernt, dass ich angenommen bin, dass man mich hier schätzt, dass man mich mag und das tut gut, wenn man das mal erfährt. Hier sollte sich jede oder jeder bewerben, der oder die eintauchen möchte in einen Prozess, von dem sie noch nicht weiß, wo sie hinführt oder ihn, der aber garantiert voller neuer Impulse und Anregungen ist, die eigene Kreativität auszuschöpfen und auszuleben. Man sollte, wenn man hierher kommt, auch bereit sein, über die eigenen, bei mir jetzt in meinem Fall, über die eigenen Texte zu sprechen, vielleicht auch eine Kritik ertragen können, feilen daran. Dafür ist der Kunstsommer ja auch da. Und er sollte sich öffnen, bereit sein, mit anderen über die eigene Arbeit zu sprechen, aber auch über die Arbeit der anderen, sich auch dafür interessieren. Und die Gemeinschaft damit auch bereichern. Der Passion hat, der Passion verspürt und ein gewisser auch Drang, Kunst zu generieren und auch Kompromisse eingeht für die Kunst. Jemanden, dem nicht langweilig wird, wenn er das tut, was er liebt, der sollte hierher kommen. Also es geht gar nicht um die Qualität, wie gut man oder wie geschickt man ein bestimmtes Medium bedienen kann. Wir alle kennen die Situation, wo die Leute eine Sprache gut beherrschen, aber langweilige Unterhalter sind.
Und es gibt Leute, die gar nicht so gut eine Sprache beherrschen und trotzdem ganz spannend sind. Und so ist es auch mit der Bewerbung eigentlich. Wenn man hinter der Mappe eine Person vermutet, die spannend ist, das reicht schon. Ich gehe jedes Mal eigentlich von hier weg und empfinde zwar eine tiefe Erschöpfung einerseits von dieser anstrengenden Woche, aber zum anderen auch ein tiefes Glück,